Härtere Corona-Regeln in der Kirche als im Puff. Singen verboten, aber Sex ist erlaubt. Sowas steht in der Bild-Zeitung heute. Und in der BZ steht, Politiker verbreiten zu viel Corona-Alarm und informieren zu wenig. Das ist ein Kommentar von Herrn Schupelius, der eigentlich genau auf meiner Linie liegt, sagen wir es mal so. Erfasst zusammen, Aufgabe der Politik wäre es nun, die Corona-Verordnung weitgehend aufzuheben und Wege zu finden, um mit Corona zu leben. So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Das kann ich nur unterstützen, weil mir scheint, wir leben zurzeit so in so einer Art Jum. Ja? Was ist Jum? Jum ist so ein Zustand, der nichts Halbes und nichts Ganzes bedeutet, wo die Leute nicht richtig wissen, was sie jetzt tun sollen, wie es mit ihrem Job weitergeht, welche Aufgaben demnächst auf sie zukommen, was sie überhaupt noch halten sollen von der ganzen Situation. Ich finde es gut, wenn jetzt in der Presse mehr und mehr Fragen gestellt werden und auch klar wird, dass genau das stimmt, was ich hier seit Wochen berichte, nämlich, dass es diese Antworten bereits gibt, aber sie werden uns nicht gegeben. Ja, zum Beispiel, was sagt ein PCR-Test überhaupt aus? Hallo? Woran sind die Leute wirklich gestorben? Hallo? Was soll die Aufrechterhaltung dieser ganzen Notstandsverordnungen? Hallo? Hey, ihr Politiker da, kommt jetzt langsam mal raus und packt jetzt mal eure Karten auf den Tisch. Ja? Ihr Verschwörungspraktiker. Was habt ihr da vor? Was macht ihr da? Ist alles komisch, seltsam. Hat keinen Hand und Fuß. Und wir hängen hier rum und warten auf vernünftige, verbindliche, nachvollziehbare, motivierende Ansagen. Ihr dient uns, der Bevölkerung. Ihr seid von uns gewählt. Ihr seid von uns bezahlt. Und wir lassen uns nicht länger verarschen. Das kann ich euch garantieren.